Die entscheidende Botschaft des heutigen Tages lautet nach meiner Auffassung, aus einem Handelskrieg wird jetzt ein Währungskrieg. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markenfürster. Der Handelskrieg, der bleibt, aber es wird jetzt eben erweitert um einen Währungskrieg. Und das haben die Märkte nicht so auf dem Zeiger gehabt. Man hat sich sehr, sehr lange auf die Fed konzentriert, hat gesagt, hurra, sie werden die Zinsen senken, alles gut, wir können nach oben laufen. Die Zeit des billigen Geldes ist wieder da. Man hat dann aber eben die doch durchaus eher negativen Zeichen aus dieser Handelskriegfront ignoriert, war dann nochmal optimistisch, weil Lighthizer und Mnuchin in Shanghai waren. Und dann kam dieser Tweet letzten Donnerstag, der Game-Changer-Tweet von Donald Trump. Es wird die Zölle geben auf die 10% chinesischen Importe im Volumen von 300 Milliarden Dollar. Und die werden, ich hatte es mehrfach schon gesagt, jetzt direkt auf den Konsumenten umgewälzte werden oder eben auf Kosten der Marge gehen der Unternehmen, und es schafft eben weitere Unsicherheit, und diese Unsicherheit wird verstärkt jetzt durch diesen Währungskrieg und durch die Abwertung des Yuan, der bekanntlich heute Nacht das erste Mal seit 11,5 Jahren die 7er Marke, also Dollar Offshore Yuan, die Marke von 7 überschritten hat, ein deutliches Zeichen. Was ist da passiert? Haben die Chinesen das selber gemacht, respektive Peking, die Notenbank, oder was ist da passiert? Nein, es ist ja vielmehr so, dass China sehr lange die Währung stabil gehalten hat, auch als die Töne zwischen den USA und China schon sehr unfreundlich waren. Und man hat das gemacht, indem man eben den Druck, der auf dem Yen ja durch diesen Handelskrieg, Yen sage ich schon, auf dem Yuan lastete, praktisch gegengedrückt hat. Aber es ist so, wie Kylie Bass, der alte China Kenner und Kritiker, hier sagt, es ist nicht so, dass die Chinesen für eine Abwertung sorgen, sondern sie haben sich sehr lange dagegen gestemmt, gegen diese Abwertung. Trump muss verstehen, sagte Kylie Bass, oder versteht nicht, dass die Chinesen sozusagen lange eben die Währung gestützt haben und jetzt einfach ein bisschen ein Ventil geöffnet haben, nicht mehr dagegen gehalten haben, und daher sehen wir diesen Move. Und genau das scheint auch Donald Trump eben misszuverstehen, indem er glaubt, dass die jetzt absichtlich ihre Währung entwertet haben, als wäre das sozusagen etwas, was bewusst inszeniert wurde. Nein, man hat einfach nur den Druck nachgegeben, hat dann diese Luft hier entweichen lassen. Und dass das nicht ganz ohne Absicht passiert, nicht Zufall ist, das zeigt zum Beispiel, wie FX Macro hier zeigt oder konstatiert, dass die Margen für Short-Positionen im Yuan nicht erhöht werden. Das ist eines der klaren Zeichen, dass man damit leben kann, dass das ein Signal ist an Donald Trump. Es ist dann weiterhin auch so, dass hier etwa die Global Times schreibt, ja, wir wollen nicht sozusagen den Yuan im Währungskrieg einsetzen als Waffe, aber es ist eben automatisch so, dass der Yuan abwertet, wenn Trump den Handelskrieg eskaliert. Genau das ist eben dann die Folge, oder ist die Folge der Installierung weiterer Zölle. Und damit schiebt man also die Verantwortung Donald Trump zu und sagt, naja, wir können gar nicht anders. Und jetzt ist es so, wie Hu Xixin, Chefredakteur auch der Global Times, nochmal bestätigt. Wir haben praktisch jetzt selbst, oder China hat selbst jetzt Ausnahmeregelungen wieder abgeschafft, die für US-Produkte galten. Und Chinese enterprises have halted buying US farm products. Das war ja sozusagen das zweite Thema heute, dass chinesische Firmen keine US-Landwirtschaftsprodukte mehr kaufen. China selber hat in einem staatlichen, bei den staatlichen Medien heute gesagt, ja, der Vorwurf, dass wir weniger gekauft haben, der uns von Trump gemacht wurde, stimmt nicht, beziehungsweise er stimmt nur deshalb, weil die Preise so überzogen waren der Amerikaner. Man hat aber indirekt gesagt, dass man eigentlich weiter kauft. Jetzt sagt aber Hu Xixin nein und bestätigt das nochmal, was eine Agentur heute berichtet hatte, dass eben wirklich diese Käufe offenkundig jetzt eingestellt worden sind. Und damit ist insgesamt mit der Yuan-Abwertung und eben mit der Einstellung der Käufe jeder Deal erstmal tot, jede Gespräche auf Eis gelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der derzeitigen Situation, wenn sich da nicht viel ändert, wirklich dann die chinesische Delegation im September nach Washington reisen wird. Das erscheint jetzt derzeit eher unwahrscheinlich. Und das trifft jetzt die Märkte, die eben sehr fett orientiert und basiert und fokussiert waren, wie ich vorhin schon sagte, natürlich auf dem falschen Fuß. Ich hatte folgende Grafik gezeigt, Leveraged Bets, also hier margengehebelte
wetten auf weiter steigende Aktienkurse, nicht ganz so hoch wie auf dem Hoch 2018, aber eben sehr hoch. Wir sehen hier eine sehr, sehr hohe Positionierung im S&P 500 Future. Das ist also höher als in gute 90% der Fälle seit dem Jahr 2006. Also man war so ein bisschen zuversichtlich geworden, hat sich gesagt, ja, was kann denn schiefgehen? Die Fed wird die Geldpolitik lockern. Und damit kommt frische Liquidität in den Markt, das reicht, das wird alles gut machen. Je schlechter die Daten, umso besser. Hurra! Und jetzt ist praktisch wieder der Handelskrieg das entscheidende Thema. Und es dürfte auch nicht so schnell jetzt vorbeigehen, dürfte also nicht so schnell jetzt sozusagen wieder sich erledigen. Das trifft, wie gesagt, jetzt eine Situation oder trifft Anleger in einer Situation, wo wir sogar jetzt den Aufwärtstrend, den wir praktisch seit Weihnachten haben, gebrochen haben. Wir haben dann auf der anderen Seite relativ genau eingestellt zwischenzeitlich das oder haben erreicht das Hoch aus Januar 2018. Aber es war bisher noch nicht so wirklich eine Unterstützung, die wir jetzt wirklich verteidigen können. Klar, der Markt ist jetzt im kurzen Zeitfenster überverkauft. Gott sei Dank hat Goldman Sachs dann hier auf diesem Niveau, wo der Pfeil ist, nochmal empfohlen, Aktien zu kaufen, sein Kursziel für den S&P 500 erhöht, eben weil die Fed die Geldpolitik wieder entzerre, wieder lockerer mache. Und da spielt es gar keine Rolle, dass die Gewinne der Unternehmen zurückgehen. Wir haben ja jetzt praktisch das zweite Quartal in Folge eine Gewinnrezession oder beziehungsweise zwei Quartale in Folge negative Gewinnentwicklung, dementsprechend eine Gewinnrezession. Gut, dass wir Goldman Sachs haben, wie hier Sven Henrik zeigt, hello, we are from Goldman Sachs and we are here to help. Wir sind hier, um euch zu helfen. Das haben sie mal wieder getan. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an, hier gesponsert von Capital.com. Und hier sehen wir diese Bewegung nach oben. Bums. Wie gesagt, das ist nicht so, dass jetzt Chinas Notenbank selber dann für diese Bewegung sorgt, sondern man lässt einfach das geschehen, was eigentlich schon früher hätte passieren müssen, wenn wir es wirklich mit einem freien Markt zu tun hätten. Und je weiter diese Abwertung geht, umso schwieriger für die Märkte, denn es schaffte dann eine Abwertungssituation, eine Kriegssituation sozusagen, eine neue Front eben jenseits der Zölle, die ohnehin inflationär wirken werden. Wir werden die Effekte dieser Zölle, die jetzt schon wirksam sind, erst nach und nach sehen, wenn dann die 10% auf die 300 Milliarden auch noch kommen, dann wird das eben auch mit Zeitverzögerung erst so wirklich wirksam werden. Für die Fed eine sehr schwierige Situation, damit umzugehen. 709, das ist der Kurs, den wir hier sehen beim Yuan. Schauen wir uns vielleicht mal den Euro-Dollar an, der steigen kann. Warum? Aus zwei Gründen. A, Dollar negativ oder Handelskrieg, Währungskrieg ist tendenziell Dollar negativ. Schon deshalb, weil der Markt eben damit rechnet, dass die Fed dann eben eher die Zinsen senken muss im Dollarraum. Wir sehen heute die Renditen weiter unter Druck, respektive fallende Renditen, steigende Anleihekurse, wie insgesamt sich konstatieren lässt, dass wer eine einmonatige Staatsanleihe kauft, in den letzten Jahren besser gefahren ist als mit den allermeisten Aktien, also zumindest besser als mit der Hälfte auch der so gut gelaufenen US-Aktien. Aber wie auch immer, schauen wir uns mal vor allem die Tech-Werte an, die doch stark verprügelt sind. Wir sehen hier rote Kerzen, 7450, jetzt der Nasdaq 100. Wir sind beim S&P 500 jetzt 6 Tage in Folge negativ. Wir haben hier den Dow Jones unter der 25.900er Marke, sind jetzt bei 25.853. Der Sell-Off beschleunigt sich noch ein wenig aktuell. Und wir wollen uns mal anschauen, was der Leitindex S&P 500 draus macht. Der ist bei 2.860. Ja, so schnell kann es gehen. Vorher war noch alles siegessicher. Was kann passieren? Die Rallye geht weiter. Die Rallye wird immer weiter gehen. Aber es fehlte die Marktbreite. Es fehlte im Prinzip alles, was zu einer gesunden Rallye mit dazugehört. Nämlich, dass viele Werte neue Hochs erreichen. Hier waren es wieder sehr wenige Werte, die neue Hochs erreicht haben. Das nur einer dieser Punkte. Schauen wir uns mal an, was der DAX aus der Story macht, der geht natürlich auch mit runter, 11.645, aber heute nicht so stark wie etwa die US-Indizes. Wenn ein bisschen Panik am Markt ist, ein bisschen unsicher, dann kann Gold profitieren, 1.463. Und da ist also durchaus jetzt nochmal was nach oben gegangen. Heute Nacht ging es schon maßgeblich nach oben und diese Bewegung hat sich dann fortgesetzt und das amerikanische Crude Oil, das hält sich jetzt noch einigermaßen seitwärts bei 55 Dollar und 32. Also, es ist wieder das
dominante Motiv geworden, der Handelskrieg, der jetzt in einen Währungskrieg mündet. Donald Trump hatte gesagt, ja, hätte man schon lange machen müssen, die haben uns ja jahrelang ausgenutzt und jetzt muss die Fed mal langsam agieren, also das alte Schema. Aber die Fed wird eben auch agieren und reagieren müssen, vor allem auf die Inflationsentwicklung. Und da ahnt man seitens der Fed, dass da einiges noch auf uns zukommen wird, dass diese geringe Inflation, die wir jetzt in den letzten Monaten, ja, wenn nicht sogar Jahren gesehen haben, wahrscheinlich vorübergehend ist. Und genau das macht die Situation dann so schwierig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt an der Wall Street die längste Flussserie seit Oktober 2018, aber es ist noch nicht wirklich Panik, aber es gibt eben noch sehr viel abzufrühstücken an Long-Positionen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Darin liegt das Potenzial, dass diese Korrektur bei Erholungen aber dann noch deutlich weitergeht, als sie bisher gegangen ist. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend Ihnen und sage Ciao.